Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal. Ich habe mir die gute alte Bagger ausgepackt. Jetzt gehen wir einmal kurz ins Lucky Hole. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir wollen ein bisschen Blei farmen. Bevor es mutierte Event kommt. Und das sah jetzt nicht gerade gut aus, Kollege. Bricht er sich hier halt den Nacken. Ist ja schlimm. So, aber wie gesagt, wir wollen jetzt einmal kurz ins Lucky Hole gehen. Ein bisschen Blei sammeln. Das dürften wir eigentlich noch zeitlich vor dem mutierten Event schaffen. Und nach dem mutierten Event ist jetzt nochmal ein bisschen planmäßig geplant, nochmal ein bisschen Sachen auszugeben. Nee, der beschützt sich heute nicht mehr. Den habe ich heute schon aufgespießt, kann man sagen. So, ich bin mal gespannt, was wir für ein mutiertes Event kriegen. Hoffentlich irgendwas Cooles. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen Kristall mit. Tu ich nicht. So, dann fangen wir mal gleich an hier. Ach, den kommen hier, kommt das. Erste Bleiben muss ja auch schon mit rausgenommen werden. So, gleich das nächste Blei hier. Immer noch die beste Bleikammer überhaupt. So. Ich hatte auch schon lange nicht mehr die Bagger an. Echt? Ist er das, ja? Gut. Komm. Weil wir es können. Plasmakartuschen. Was haben wir hier noch? Blei. Noch mehr Blei. Ach, da oben. Oh, schon lange nicht mehr im Hol. Ja, wird jetzt mal wieder Zeit, jetzt mal auch öfters wieder mal mit einzukehren, damit mal wieder ein bisschen Blei in die Kiste kommt. Ein bisschen mehr. Kupfer müssen wir uns dann auch demnächst noch mal ein bisschen kümmern. Aber nach dieser Woche hört ja mutiert wieder auf. Das heißt, da kümmern wir uns dann halt auch noch mal ein bisschen was um Munition und Co. Also alles, was man mal wieder so ein bisschen mehr auf Reserve haben möchte. Das Angenehme ist, man muss es ja nicht mehr mit sich rumschleppen. Aber trotzdem. So, machen wir hier nochmal Blei da. Ist nicht so viel übersehen, Herr Turtle. Ich weiß, wir haben Zeitdruck und so, weil ein mutiertes Event steht bald vor der Tür. Bis dato möchte ich ja einmal durch die Höhlen fertig sein. Halt. Aber dennoch. 9 Minuten haben wir noch, eigentlich dick genug Zeit. Jetzt weiß ich noch nicht mal selber, warum ich gesprungen bin, aber ich bin einfach gesprungen. So, haben wir hier. Nein, der beschützt dich heute nicht. Haben wir hier noch irgendwas jetzt? Nee, hab alles. Auch wenn die Bagger nichts aushält, ne? Reicht das für euch immer noch. So. Stimmt, ich habe ja Stimpumpe drin. Nice. Habe ich schon wieder vergessen. Ist ja Baggerrüstung mit Stimpumpe. Ist auch mit das Sinnvollste, was man auf eine Bagger machen kann, weil sie ja sowieso schon wenig aushält. Da braucht man ja nicht so achten. Das ist halt so richtig schön Faul-Modus. Noch nicht mal die irgendwie Stims oder ähnliches benutzen. Das macht hier alles automatisch. Ist halt einfach nur Bequemlichkeitsmodus aktivieren, ne? So, da haben wir alles, da haben wir alles. Dann nehme ich auch nochmal das Kristall mit. Weil Kryo-Munition muss ich auch wieder machen. Das heißt, ein bisschen Kristall kann ich mitnehmen. Hab zwar noch genug in der Kiste, aber ein bisschen sollten wir auch da haben. Gut.
Ich meine, hier an dem nächsten vorbei gedüst. Wollen wir ja auch nicht. Ich glaube, die Erze schmelzen wir dann erst gegen Ende ein. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Weil sonst werden wir ein bisschen zu schwer. Oder wir haben die Zeit eher nicht dafür. Das wäre schon eher die plausiblere Erklärung. Oh, Brennstoff. So, machen wir aber erstmal ein bisschen was klein. Das Gute ist halt an der Baggerrüstung, ich kann halt mords viel tragen. Von den Tragerüstungen her ist sie immer noch die beste. Was Tragkapazität angeht. Also, ich will jetzt nicht die Gewerkschaft kleinreden. Um Gottes Willen. Die Gewerkschaft ist halt ein bisschen mehr auf Kampf gesetzt. Plus Tragkapazität. Ne? Aber reine Tragkapazität macht die Bagger keiner Konkurrenz. So, haben wir alle? Haben wir alle. Dann sind wir auch schon gleich durch mit dem Hohl. Nächstes Blei. Das Kristall hinten im abgesperrten Bereich, das lassen wir jetzt auch mal sein. Ich kann mir da die Zahlenfolge immer nicht merken. Und was haben wir hier? Ratten. Wahrnehmungsfressen. Jetzt. Schaufel nehmen wir auch nochmal mit. Einmal mitnehmen. Dann dürfte das ja wieder für ein paar Ressourcen reichen. So, und 5 Minuten haben wir noch. Das ist ja doch früher fertig als gedacht. Das heißt, wir gehen uns gleich sogar nochmal so ein bisschen Blei holen. Mal erstmal hier wieder raus. Dann können wir uns ja nochmal, hier hinten hatten wir schon das Blei. Komm, dann gehen wir mal einfach zum Strafanstalt rüber und holen uns da schon mal das Blei. Immer mal so ein bisschen nebenbei Blei holen. Kann man eigentlich auch öfters mal machen. Ist nicht so verkehrt. Ich muss jetzt halt bloß immer gucken, wo ich denn jetzt schon mal war mit dem LP-Cher, wo nicht, weil man hat ja halt auch so eine kleine Deadline drinne. Das heißt, wenn man halt immer zum selben Fleck hingeht und nicht zu viel gelootet hat, dann kann das halt immer ganz schnell zum Problem werden, weil es dann nicht mehr da ist. Auch wenn es auf dem Server da ist. Das heißt, immer schön fleißig looten, 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 looten. Sammeln, 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 sammeln. So, dann machen wir hier nochmal die Mutantenbrüderchen nochmal. Gehen wir mal von vorne rein. Herr Mr. Floater und so. So, dann nehmen wir uns mit. Ich danke dir für die Fusionszellen. Dankeschön. Nächster Floater. Kristall. So. Nehmen wir dich mit. Heute alles in der Baggerrüstung hier. Ne, hier ist schon keiner mehr. Hab es schon rausgerannt. Hab nicht richtig zugehört hier. So, einmal alles mitnehmen. Müssen wir mal gucken, dass wir euch da oben jetzt mal wegkriegen. Ich habe ja jetzt kein Jetpack. Stimpumpe zwar, aber kein Jetpack. So. Na, ach, da oben war es ja. Gut, und hier hinten müsste auch noch irgendwo einer sein. Rakete! Man ist einfach schon zu häufig in diesen Gebieten gewesen. Ich kann mich noch dran erinnern, wo mich diese Rakete umgebracht hat, weil ich hier zu langsam reingegangen bin. Schönes Ding. Doch. Aber,
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du sterben. Ach, nun komm. Dann nehme ich erstmal das Blei mit. In Form von Gewichten. So. Dann machen wir ein bisschen Blei mitnehmen. Hier können wir nochmal alles mitnehmen. Hier haben wir noch eine ganze PA. Die nehmen wir uns da auch nochmal mit. Ach, ich verstecke mich doch nicht. Das ist ein Irrglaube. Eigentlich bin ich noch direkt vor deiner Nase. Bist du denn? Gut, bis der gekommen ist, ja. Wird noch ein bisschen dauern. Derzeit sind wir, glaube ich, schon längst im Event. So, jetzt machen wir hier noch einmal kurz klein. Können wir auch schon Powerrüstung und Co. wechseln. So, kann man schon mal aufstehen hier. Zack, einmal raus. Jetzt haben wir gute Dienste geleistet. Aber wir brauchen jetzt gleich bestimmt wieder ein bisschen mehr Zähigkeit. Also einmal in die Gewerkschaft. Ist halt immer noch die beste Allround-Rüstung für mich. Hab alles da, was man braucht. Und ja, was will man mehr? Jetzt habe ich bloß keine Stimmpumpe mehr. Also, geleitete Meditation. Da müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn in der geleiteten Meditation? Getarnt, wenn keine Angriffe erfolgen. Ja, gut, dann können wir mal geleitet meditieren. Dürfte eigentlich auch mein Plasma gut ausreizen können jetzt hier. Wenn ich nicht so häufig nachladen muss, dann dürfte es passen. So, Feuerzahler. Seien Sie herzlich gegrüßt. Bitte begeben Sie sich zum Heiligtum der Gelassenheit, um sich in der heutigen geleiteten Meditation auf eine spirituelle Reise zur Transzendenz führen zu lassen. Wir werden in Kürze beginnen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Umgebung wahrzunehmen. Und denken Sie daran, Ihre großzügigen Spenden bei der Anmeldung machen diese spirituelle Reise überhaupt erst möglich. Sind Sie mal bereit? Ein bisschen gucken. Die sieht man ja so gut. Man muss halt auch sehr vorsichtig sein. Nicht noch Bärenmantels, ja. Aber wenigstens ein bisschen mehr Sicht. Spätestens wenn sie von der zweiten Seite kommen, weil sie den Innenhof kaputt gemacht haben, wäre das schon gar nicht mal so verkehrt. Weil erst wenn sie zuhauen, sieht man sie ja. Na, mal gucken. Ich sehe auf jeden Fall schon mal den nächsten. Na, ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viele das jetzt sind. Oh, es geht. Ein Kratzer haben wir jetzt abgekriegt. Er darf halt auf gar keinen Umständen fallen, ne? Das ist halt das A und O. Zur Not wechsle ich auf den Granatwerfer, um sie einfach wegzubomben. Na, jetzt ein bisschen konzentriert sein und dann passt das. Geh sogar lieber in defensive Haltung hier. Um auch mit dem rechten Moment schießen zu können. So.
Ist eigentlich auch egal, wo ich den hinballer, ne? Also. Hauptsache, sie sind tot. Schön viel Plasmaschleim. So, 49 haben wir noch. Nächste Runde, komm schon. Oh, jetzt muss ich noch nachladen. Das ist halt immer das Schlimmste, wenn man nachladen muss. Aber gut, sind noch 4 Minuten. Jetzt habe ich wieder einen vollen Kern. Also passt das. Und solange ich da vorne den Waba sehe, weil er wieder mal nicht weiterläuft, das ist kein Problem. Dich habe ich schon gehört. Für die Aufgabe wäre jetzt sogar der andere Aufsatz für Plasma geiler. Dann wäre er zwar zum Nahkampf Plasma, aber das ist echt nicht so schlimm. Steht man sowieso nur hier rum und haucht sie einfach um. Hat man ja auch nochmal deutlich mehr Schaden obendrauf, aber wie gesagt, die Reichweite ist halt sehr, sehr gering. Das kann schon ärgerlich werden. Ich könnte ruhig hauen, also ich halte das aus. Ja, aber die meisten hängen da hinten schon wieder so ein bisschen fest und müssen erstmal überlegen, darf ich laufen, darf ich nicht laufen. Na, kommt noch einer. 45 für die nächste Welle. Könnte ein bisschen knapp werden. Das sind aber noch 3 Minuten. Genau das meinte ich. Dann schwibbelt er sich einfach rum. Schlimm mit dir. Ja, ist schon durchladen mit drin, ne? Aber die ignorieren einen halt total. Die rennen einfach um dich herum. Den habe ich sogar umgekickt. Das wollte ich nicht. So, nächsten bitte. Ich dürfte doch eigentlich auch noch Granaten haben, oder? Ja, 32. Ich habe ja erst ein paar machen müssen. Ich wollte die Splittergranaten nicht schon wieder wegschmeißen. Wegschmeißen in dem Sinne, sie zu verkaufen. Na komm, nächster. Bärenmantel ist nicht mehr. Ja, wenigstens haust du mich. So, einmal nochmal Bärenmantel eingeschmissen. Na, 20, das reicht nochmal für eine ganze Gruppe. Ich sagte eine ganze Gruppe, dann kommt einer. Ah, auf der anderen Seite kommen gerade welche. Tarnung ist schon wirklich schwer. Muss sich wirklich konzentrieren, den auch wirklich aktiv zu sehen. Zum Glück laufen die Kommunisten hier nicht draußen rum mit chinesischen Tarnanzügen. Das könnte so richtig böse Hinterhalte geben. Oh, jetzt geht auch noch die Waffe kaputt. Komm, lad schneller nach. Ah, kein Schlag hingekriegt. So, aber es sind noch 40 Sekunden. Das ziehen wir noch easy durch hier. War bis jetzt kein Legendärer dabei, so wirklich? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Möchte heute keiner sein.
Legendär, was das? Kann man das essen? Schmeckt das gut? Ja. Einige Waffen und einige Rüstungsteile, die schmecken sehr, sehr gut. So. Jawollo. Einmal fertig, einmal alles mitnehmen. Dann hat das doch schon mal gut gepasst. Ich mag die mutierten Events. Da war doch noch ein legendärer damit bei. So, und ihr habt hier... Ich sehe in der ihr habt hier irgendwie den Zug verpasst oder so? So ein bisschen? Ja? So ein bisschen mehr? Warum wolltet ihr jetzt ins Wasser rennen? Als wenn sie der Granate ausweichen wollten. Interessant. So. Es ist halt immer böse, wenn mutierte Events sind. Und man dann hier nochmal hergehen muss und dann unsichtbare Gegner noch stehen hat, auch wenn das Event nicht mehr ist. Eieiei. Das kann richtig böse werden, ne? Wenn da noch einer vergessen ist. Aber gut, so, jetzt haben wir das soweit alles fertig. Das heißt, ich möchte jetzt noch einmal Waffe verbessern. Das heißt, wir machen uns jetzt noch mal ein paar Kettenklingen. Weil, wie gesagt, die fürs Junkie, die ist schon okay. Ja, ist aber halt nur ein Stern und, naja, komm, ich bin Level 1000. Da können wir doch auch wenigstens verlangen, dass es 3 Sterne hat. Mal sehen, ob wir da vielleicht was Anständigeres zusammenkriegen als jetzt nur das einsternige Ding. Das ist, wie gesagt, was Gedropptes gewesen. Habe ich schon ewig mit mir rumschleppend, wo ich immer so sag, so, ja, irgendwann baust du, irgendwann baust du. Ja, jetzt ist die Zeit reif, dass wir bauen und das Blei auch nochmal fertig machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier gleich schon mal auf den guten alten Super Duper. Dann brauchen wir einmal, ich habe die ganze Zeit sogar Nahkampf drin gehabt, weil ich die Kettenklinge noch umgesetzt habe. Okay. Seit wann kann ich die Mannequins schon wieder mit den... Na, okay. Wir fragen nicht, wir akzeptieren einfach. Dafür nehme ich mir einen Kaffee auf Schreck. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn da schon wieder drin? Gut, aber dann wollen wir mal gucken hier. So, Nahkampf-Klingenwaffen. Wo haben wir sie denn? Ketten, Ketten, Ketten. Kettenklinge, da ist sie. Level 50. Machen wir mal 10 Stück. So, Kabums. Ach komm, ich mach mal erst noch das Blei, wa? Bevor ich jetzt hier rumroll wie so ein Bekloppter. Sonst habe ich das auch nachher noch die ganze Zeit in mir rumschleppend. Ja, Munition wollte ich auch machen, ne? Oh Gott, Turtle! Das gibt's doch nicht. Schmelzen, so, Bleischrott. 448, zack. Sogar mit ausgeprockt. Sehr schön, das können wir auch mitmachen. Das machen wir auch nochmal mit. Das machen wir auch nochmal mit. Wie viel Blei haben wir denn jetzt mittlerweile dann in der Kiste wieder? Ja, 4300. Ja, muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Noch deutlich mehr. So, aber jetzt Kettenklinge. Kammerjägers. Schaden beim Stillstehen. Gewichtsreduziert. Nein. Nächsten. Problemlösers. Körperteilschaden. Beweglichkeit. Nein. Die nächste Kettenklinge. Anti-Rüstung. Schaden beim Stillstehen geht langsamer kaputt. Nein. Anti-Rüstung, okay. Stillstehen, das ist halt... Ja, mit der Kettenklinge willst du nicht stillstehen. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Nee, auch nicht. Aristokrat wäre auch okay gewesen. Mutanten. Schneller zuschlagen und mit Watz. Watz ist halt immer so die Sache. Ja, die Kettenklinge ist jetzt nicht so strong. Man kann es mit den legendären Perks sogar richtig krass verknüpfen. Aber Mutant? Also, wäre ein bisschen geringfügig, ne? Tada! Genau das wollte ich haben.
Okay, gut, dein Ausdauer, der ist jetzt nicht so... Es geht mit 1 Stärke, wäre natürlich viel krasser gewesen. Aber mit den 1 Ausdauer haben wir dann halt auch mehr Ausdauer. Bezüglich, wenn wir jetzt laufen und AP verbrauchen, brauchen wir weniger. Top. Dementsprechend auch nochmal ein bisschen mehr TP. Für Nahkämpfer ist das auch nicht schlecht. Das heißt, der Ausdauer kann sogar gut draufbleiben. Perfekt. Genauso wollte ich das haben. Ja, jetzt bin ich aber hier mit denen schon fertig. Das heißt, die anderen machen jetzt wieder kaputt. Kriege ich meinen Brennstoff wieder. Hahaha. Sie wollen verreisen. Ja, ich habe aber noch eine andere Waffe auf der Liste, die ich noch machen wollte. Ich will auch noch Rüstung. Ich will noch so viel machen, aber... Ja. Gut. Machen wir nochmal... eine andere Waffe. Denn das Alien-Event rückt bald immer näher. Der Juni kommt bald. Und ich habe immer noch keine anständige... Alien-Desintegrator. Und dementsprechend machen wir jetzt hier mal 10 Stück. Und machen die jetzt auch nochmal. Mal sehen, ob da was bei rumkommt. Mutanten. Letzte Patrone. Höhere Nachladegeschwindigkeit. Nee, das ist jetzt nicht so. Da bin ich auch noch unschlüssig, was ich da nehmen möchte. Mal gucken wir erstmal. Rasen, Watz-Trefferchance und Schadensresistenz. Watz-Trefferchance ist auch schon okay auf dem Ding. Blutbefleckt, Watz-Trefferchance und 100% Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Ja. Ja. Nee. Blutbefleckt, okay. Watz-Trefferchance, okay. Aber ist noch nicht so der, wo ich sage, so muss ich haben. Ansonsten höhere Feuerrate wäre natürlich auch richtig strong auf den Dingern. Ich liebe den Sound von den Dingen. Mutantentöters, nee. Dann machen wir gleich noch die nächste. Problemlösers. Auch nicht. Auch nicht. Nächster Junkie. Regeneriert mit jedem Kill 15 AP. Beim Treffer ein Tarnfeld zu erzeugen. Junkie ist das Einzige, was mich darauf jetzt interessiert. Ghoul-Töters. Kill. Schadensresistenz. Nein, möchte ich auch nicht haben. Gourmets, Kill und Gewicht. Nein, möchte ich auch nicht haben. Junkies. Oh. Ist zwar keine höhere Feuerrate, aber weniger Wattskosten. Echt nicht verkehrt. Kritische Treffer im Wattshosen 50% mehr Schaden. Ja, ja, ja. Ah, Mann, Turtle, ich weiß. Ah. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ist dieses Ding schon ganz, ganz cool. Oh, mal gucken, wir hatten doch hier noch einen Alien-Desintegrator drinne. Oder? Hatte ich hier nochmal einen drinne? Ne, ich glaube, ich habe hier nie einen wirklich hergestellt gekriegt. Zwar immer nur auf den anderen Chars, wo ich das rumgespielt habe mit. Ne, ich habe hier keinen Alien-Desintegrator, überhaupt gar keinen drinne. Ich meine, meiner war damals Problemlöser, höhere Feuerrate. Ja komm, dann zerlege ich jetzt die anderen. Ich behalte den Junkie. Ich behalte auf jeden Fall den Junkie. Der Junkie ist cool. Dann machen wir den auch gleich Motze Motze. Aufmotzen. Gourmets Junkie, da haben wir ihn. So, dann wollen wir hier natürlich den... Wollen wir mal selber gucken. Ich habe schon lange kein Ding mehr davon gemoddet. Ja, müsste Hochleistung, war Automatik. So, Mündungsbremse hatte er keine und Standardsaussehen auch nicht. War ja nur der Verschluss, den wir machen konnten, ne? Ja. Minderwertig, das war weniger Feuerrate. Hier haben wir die Feuerrate. Nee. Quatsch. Was mache ich denn da? Die war ja schon auf Automatik. Ach Gott. Das war ja der Einzelschuss. Was ich da drauf gepackt habe. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ist halt ein bisschen schade, weil wie gesagt, der Giftverschluss und der Kryoverschluss, der wäre für Gewehr zum Farm echt vollkommen in Ordnung. Aber ich sag mal so, als mit Automatik macht das Ding halt nochmal viel mal mehr Spaß. Ist halt so. Kann man nicht. So. Das ist, glaube ich, nicht die richtige, oder?
Nee, das ist nicht die richtige. Wo ist denn die andere jetzt hin? Ach, hier. Ja! Ich mag das Ding. Ich mag den Sound von dem Ding. Seit Fallout 3, bezüglich auf Fallout 4, das kleine DLC da. Bombe. Gut, jetzt habe ich Waffen genug gebaut. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.